Moin und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es um den Mayhem Mode, die Guardian Ränge und noch 5 weitere kleine Infos. Zuerst aber zu einer komplett anderen Frage. Und zwar, wird Borderlands 3 ein Games as a Service Spiel? Diese Frage stellte die Internetseite Metro dem Art Director Scott Kester. Kesters klare Antwort darauf war nein. Es soll so behandelt werden wie die beiden Teile zuvor. Natürlich wird das Spiel auch nach dem Release weiter betreut, aber auf die typischen Ingame-Kaufelemente wollen sie komplett verzichten. Die Entwickler wollen es nicht so nennen, also sie wollen es selber nicht Games as a Service nennen, aber sie würden verstehen, wenn andere Personen es als Games as a Service Modell verstehen würden. Sie sehen Borderlands 3 aber eher in der Tradition der alten Spiele und wie sie früher erweitert wurden. Also, dass jede Erweiterung wirklich Gewicht hatte und auch Einfluss auf das Spielgeschehen. In seiner Antwort zum Games as a Service Modell ging Kessler noch kurz auf den neuen Mayhem-Modus ein. Der Mayhem-Modus wird freigeschaltet, wenn man das Spiel erneut durchspielen möchte. Die Schwierigkeit wird enorm ansteigen und auch die Zahlen werden einfach nur rasant nach oben ticken. Kester sagt aber, dass dieser Modus wohl erst beim zweiten oder dritten Mal durchspielen freigeschaltet wird. Also nach dem ersten Mal durchspielen wahrscheinlich noch nicht, sondern erst nachdem wir es das zweite Mal durchgespielt haben. Durch das bereits einmalige Durchspielen werden aber bereits die Guardian-Ränge freigeschaltet, welche einen noch komplett neuen Skilltree beinhalten. Mayhem Mode und Guardian Ränge sollen für mehr Spieltiefe im Endgame sorgen, so dass auch das 5. Mal Durchspiel mit demselben Charakter immer noch spaßbringend ist. Jetzt nochmal ganz schnell zu den Guardian Rängen, sofern ihr noch nicht von diesen gehört haben solltet. Für alle, die Borderlands 2 bereits kennen, wird das System sehr vertraut sein. Bei den Guardian Rängen handelt es sich um ein ähnliches System wie bei den Badass Rängen, wie sie in den vorherigen Teilen Borderlands 2 und auch im Pre-Sequel vorkamen. Ihr könnt durch das Erledigen von verschiedenen Aufgaben einen Rang aufsteigen und bekommt durch ausreichend Aufsteigen einen Skillpunkt, den ihr in einem neuen Skilltree ausgeben könnt. In diesem Fall heißen die Skillpunkte Guardian Tokens. Ein Bild von dem neuen Skilltree gibt es ebenfalls bereits. Dieser unterscheidet sich in 3 verschiedene Teile. Einmal Enforcer, also zu Deutsch Vollstrecker, Survivor, Überlebender und Hunter, Jäger. Unter allen dreien verstecken sich dann verschiedene Vorteile, die eurem Charakter zur Verfügung stehen werden. Aber nicht nur dem Charakter, mit dem ihr gerade spielt, sondern auch allen anderen, die sich auf demselben Profil befinden, also somit ein absoluter Win-Win. Zum Schluss des Videos kommen wir noch zu 5 schnellen Infos allgemein zu Borderlands 3, die eher kleiner sind, aber nicht weniger uninteressant. Erstens, die kleine verrückte Tiny Tina wird nicht nur ein NPC sein, der Missionen verteilt, sondern wird sie auch an eurer Seite im Kampf kämpfen. Zweitens, das Max-Level zu Beginn von Borderlands 3 wird Level 50 sein. Dieses wird aber wohl mit kommenden DLCs nach oben gesetzt, wie es auch bereits in den alten Teilen der Fall war. Drittens, wird es wieder Duelle geben gegen andere Spieler? Ja, natürlich, aber über andere Duelloptionen ist noch nicht bekannt, also etwas wie ein Battle Royale-Modus wurde aber definitiv ausgeschlossen. Viertens, es wird ein Postfach-Feature geben, mit dem ihr anderen Spielern, auch wenn sie offline sein sollten, einfach Waffen schicken könnt. Wenn ihr glaubt also, ihr habt eine Waffe, die eurem Mitspieler gefallen sollte und der ist gerade nicht online, so könnt ihr diese einfach zu seinem Postfach schicken und dann kann er sie später abholen. Und fünftens, Raid-Bosse in Borderlands 3 werden mehrere Phasen haben, wie man es häufig aus großen MMORPGs kennt. Das waren jetzt soweit alle Neuigkeiten. Ich weiß, ein paar waren jetzt schon etwas älter, aber ich wollte die News der vergangenen Tage auch unbedingt nachholen und diese hier noch in das Video mit einbringen. Wenn es wieder was Neues gibt, dann werde ich es euch natürlich wissen lassen. Und momentan sieht es so aus, als würden wir heute Abend ein neues Video der Entwickler bekommen, in dem Änderungen auf dem Planeten Pandora gezeigt werden. Ich bin mal sehr gespannt, was dahinter sich verbergen wird. Ansonsten war es jetzt soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch im Ödland. Euer Chef. Oh.